Diese 6 Tipps helfen und können dich definitiv stärken, jetzt in dieser Zeit und bei allem, was noch kommt. Beobachtest du es? So viele Menschen ziehen jetzt, und zwar produzieren jetzt ganz unbewusst natürlich, Mangel in ihrem Leben. Angst, Unsicherheit, Zorn, wütend sein, sich ärgern. Und wir sehen Dinge, oder viele Menschen sehen Dinge, die eben jetzt nicht passen, die jetzt eben kaputt gehen, die jetzt schwierig sind oder die jetzt ans Licht kommen, und wir sehen, Gottes Willen, was ist da? Aber so produzieren wir im eigenen Leben Mangel, puren Mangel. Wir schauen dann auch beim eigenen Leben, was ist nicht gut, was muss noch besser werden, und ich muss ja noch dies und jenes und habe nicht, aber ich muss und ich will und ich brauche und ich mache Druck. So produzieren wir nicht nur Mangel, sondern auch innere Blockaden. Und wenn wir dann noch in der Früh vielleicht schon negative Schlagzeilen anschauen und vielleicht Nachrichten anschauen und diese Nachrichten ernst nehmen, oder wenn wir uns mit Menschen umgeben, die eine toxische Wirkung auf sich selber und auf uns haben, Menschen, die permanent jammern und permanent das Negative sehen, permanent über Krankheit reden, da muss man sich überlegen, tut mir das gut oder eben nicht. Jetzt wäre es so wichtig, der inneren Freude zu folgen, den Möglichkeiten zu folgen, der Fülle des Lebens zu folgen. Fülle ist ein Naturgesetz. Denn wenn wir das machen, dann können wir mit Herausforderungen, und solche kommen jetzt noch einige auf uns zu, können wir mit Herausforderungen sehr gut umgehen. Denn die letzten 3 Jahre, du erinnerst dich, war so die Zeit von Kontrolle, Restriktion, Kontrolle und nochmal Kontrolle. Und jetzt kommen wir in die Zeit der totalen Transformation. Alte Strukturen lösen sich auf, und die Vorläufer sehen wir jetzt fast täglich. Und da kommt noch einiges auf uns zu. Und wenn wir jetzt aber der Freude, der Möglichkeit und der eigenen Energie, dem Orientieren an sich selber folgen, dann sind wir jetzt absolute Meister. Tipp Nummer 1, sich jetzt ganz klar positionieren. Gehe ich jetzt auf die eine Seite, jammern, Wut, Ärger, Zorn, oder gehe ich auf die andere Seite, Möglichkeiten, sich an mir orientieren, was kann ich alles tun, was ist alles möglich, der Fülle des Lebens folgen. Tipp Nummer 2, den Fokus schärfen. Das heißt, Fokus, wohin schaue ich jetzt? Wohin geht jetzt meine Aufmerksamkeit? Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Eigene Freude aufbauen und stärken, das ist jetzt so leicht, das ist möglich, das können andere auch, das kann jeder machen, man muss es einfach tun, das ist wie ein kleines Training eben. Die eigene Offenheit pflegen, die eigene Offenheit aufbauen, das kann man gut üben, wenn Dinge passieren im eigenen Leben, und oft sagen wir ja reflexartig, nein, das will ich nicht haben, nein. Wir könnten lernen, einfach mal offen Ja sagen. Heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagt. Heißt, ich lasse es mal zu. Ich schaue mir es einfach mal an. Ich nehme es mal in Betracht und kann dann immer noch entscheiden. Jetzt nicht oder überhaupt nicht. Das heißt, Offenheit pflegen. Möglichkeiten entwickeln. Das wäre jetzt eine große Chance. Jetzt Möglichkeiten zu entwickeln. Und ganz klar auf die Struktur achten. Die kleinste Familie der Welt ist immer ein Mensch, eine Person, und zwar das Männliche und das Weibliche. Das Männliche, das aktive Tun, und das Weibliche, das Sein, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, einfach das Spüren, das Fühlen. Und bis jetzt war immer der Chef das Tun, das aktive Tun. Ich muss tun, ich muss machen, ich bin im Stress, ich muss weiter. Das ändert sich jetzt. Das Tun wird nicht mehr so wichtig, das gehört dazu, aber der Chef wird jetzt das Bewusstsein. Alles entsteht jetzt aus dem Sein heraus, aus dem weiblichen Prinzip, aus dem Bewusstsein, bewusst oder unbewusst. Und wenn wir das Bewusstsein jetzt pflegen und aufbauen, dann entsteht im Tun, das männliche Prinzip, genau die richtigen Aktionen, genau die richtigen Impulse, die treffen ins Schwarze.
Diese 6 Tipps helfen und können dich definitiv stärken, jetzt in dieser Zeit und bei allem, was noch kommt. Und genau das wünsche ich dir. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!